Das angeblich fremdenfeindliche Suffgebrüll einiger junger Deutscher auf Sylt reicht aus, um in Deutschland für Aufruhr zu sorgen. Wäre doch auch bei Kalifatsbefürwortern, Gruppenvergewaltigern und ähnlichen Fällen so viel Empörung zu beobachten. Mittlerweile ist es sogar so weit gekommen, dass L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino auf dem Oktoberfest nicht mehr gespielt werden darf. Was ist los im besten Deutschland aller Zeiten? Darüber sprechen wir jetzt Klartext mit dem Infodirekt-Chefredakteur Michael Schafmüller. Schön, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Michael, das ist das Video, das Deutschland seit Tagen in Atem hält und ja, in einen regelrechten Schockzustand verfallen hat lassen. Schauen wir da ganz kurz hinein. Nein, nicht das. Wir wollen Hitler zurück, Adolf Hitler. Auch nicht das, Regie. Das sind doch Alltagsszenen. Nein, das auch nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Michael, ich bin seit Tagen auf der Suche nach dem Skandal. Ausländer raus, Parolen alleine verletzen nicht die Menschenwürde und sind durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Dies entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht. Das schrieb beispielsweise ausgerechnet auch die Taz-Zeitung im März 2010. Jetzt kann man über dieses Suffgebrüll, wenn man so will, denken, was man will. Aber wo ist der Skandal? Ich kann ihn nicht sehen. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen, Michael. Nico, das wundert mich nicht, dass du das nicht sehen kannst. Nicht umsonst gilt RTV ja als ganz rechter TV-Sender und da fehlt es dir offenbar an der nötigen Moral, um das Ganze einzuordnen. Das ist natürlich das Schlimmste, was in Deutschland passieren kann, dass da jemand sagt, Deutschland den Deutschen. Das kann es einfach, darf es einfach nicht geben. Das gilt zwar für Tibeter, Tibet den Tibetern, China den Chinesen, Mexiko den Mexikanern und der Kongo den Kongonesen, aber natürlich nicht Deutschland den Deutschen. Wo kommen wir denn dahin? Das erinnert natürlich an die dunkelsten Zeiten und so ist es ja auch nicht verwunderlich, dass der Stern dann wahrscheinlich aufgrund von sinkenden Auflagen, vielleicht haben die da mitgespielt, dann ein großes Hakenkreuz auf das Titelblatt setzt und dann schreibt, die Champagner-Nazis. Ah, die Champagner-Nazis von Champagner-Nazis. Sylt. Ich habe ja auch schon von Prosecco-Nazis gehört, das wären ja Prosecco-Nazis. Stern schreibt von Champagner-Nazis. Der Chefredakteur vom Stern war dann, glaube ich, bei Maischberger eingeladen und wurde da von der Moderatorin gefragt, ob das nicht doch ein bisschen übertrieben ist. Und er meint, nein, das ist, wir müssen da unbedingt darauf aufmerksam machen, auf diese gefährliche gesellschaftliche Entwicklung. Und sie sagt dann, ja, aber Hakenkreuz am Titelblatt, geht das nicht doch ein bisschen zu weit? Sagt er, nein, diese Zuspitzung ist im Magazinjournalismus erlaubt. Herren Haltungsjournalisten ist erlaubt, Hakenkreuze da auf ein Titelblatt zu geben, aber feiern den Jugendlichen, die vielleicht etwas über die Stränge schlagen, du sagst, strafrechtlich ist nicht relevant über Moral. Laut deutsches Bundesverfassungsgericht, das hat das damals so entschieden, ja? Denen wird aber das Leben ruiniert und das ist aus meiner Sicht der wahre Skandal wieder einmal. Ihr habt es ja vorher in den falschen Einspielern schon gehabt, was in Deutschland für keine Aufregung sorgt. Aber wenn da ein paar Jugendliche, junge Erwachsene aus gutem Hause, vermutlich eher CSU, CDU und FDP-Wähler, sich da einen Spaß, je nachdem, was man für Humor hat, erlauben, dann ist das einer der größten Skandale, die es in Deutschland gibt. Man muss ja dazu sagen, dieses Lied in dieser Kombo mit diesem Liedtext, das ist ja schon steinalt, das ist ja vor 10 Jahren schon so gesungen worden. Wie kommt es plötzlich, dass es jetzt auf einmal so hochgekocht wird? Hat es möglicherweise, Michael, mit den bevorstehenden Wahlen etwas zu tun? Ja, ich glaube überhaupt mit der aufgehetzten Stimmung ein bisschen. Die Haltungsjournalisten wollen jeden Tag beweisen, dass sie die richtige Haltung haben. Es soll natürlich die ganze Gesellschaft auf den Kampf gegen rechts, auf die Gefahr von rechts hingewiesen werden. Gleichzeitig will man natürlich ein bisschen ablenken von den vielen Problemen, die es mit der Überfremdung gibt. Oder auch mit der Teuerung, mit dem ganzen Klimawahnsinn, was man da alles vorhat. Von dem will man ein bisschen ablenken und die bunte Gesellschaft auf einen gemeinsamen Feind, eben auf die bösen Nazis einschwören. Und nachdem es da keine wirklichen Nazis mehr gibt, müssen halt jetzt diese Bobo-Jugendlichen da herhalten. Ja,
Der wahre Skandal ist der Umgang, wie die Medien das machen und vor allem, dass man von diesen Jugendlichen wegen einer Rauschgeschichte, muss man in Wirklichkeit sagen, dann das Leben ruiniert, die in die Öffentlichkeit zerrt. Die haben alle den Arbeitgeber verloren. Ein Mädchen dürfte jetzt von ihrer Hochschule in Hamburg geschmissen worden sein, wo sie unterrichtet wird. Da kann man wirklich Leben zerstören damit. Und das muss man auch deutlich ansprechen, es hat es ja auch schon gegeben, dass man da Menschen in den Selbstmord treibt. Und irgendwo sollten sich diese Journalisten einmal an der Nase nehmen und mal fragen, was sie damit anrichten. Sie wissen ja sonst auch, wo die Moral zu verorten ist und sind, wenn es um Ausländer geht, beispielsweise, wenn es um Kinderschänder geht, da nehmen sie plötzlich Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Wenn es um Politiker geht, die im Dienst alkoholisiert regelmäßig erscheinen, da ist es plötzlich Privatsache. Wenn eine Lena Schilling mit dubiosen Methoden, sagen wir es mal so, Politik macht in den eigenen Reihen und da in einem Netzwerk mit Journalisten, anderen Parteien und NGOs da sehr zweifelhaft agiert, dann nimmt sie der Bundespräsident in Schutz und sagt, das sind Jugendsünden. Ja, gelten diese Jugendsünden für diese Champagner-Nazis denn nicht? Ja, und du hast vollkommen recht, wie die Medien agiert haben. Ich meine, ich habe in den letzten Tagen x TV-Shows gesehen, wo dieses Thema hochstilisiert worden ist, wo x Experten eingeladen worden sind, wo DJs eingeladen worden sind, etc. und sich davon abwenden, was da quasi für Passagen dazu gesungen werden. Aber noch einmal, zurück zur Bild-Zeitung beispielsweise. Die haben nämlich die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, je nachdem, mit Klarnamen gezeigt, haben auch die Bilder unverpixelt veröffentlicht. Gleichzeitig in derselben Bildausgabe sieht man aber verpixelte Afrikaner, die vergewaltigt haben, etc., die Gruppenvergewaltigungen verübt haben. Da werden die Gesichter mit einem Balken versteckt, da wird auf die Anonymität geachtet, etc. Ich meine, das passt doch alles nicht mehr zusammen, oder? Ja, aus unserer Sicht nicht und aus der Sicht von jedem vernünftigen, moralisch wirklich gut eingeordneten Menschen kann das nicht zusammenpassen. In dieses linke Weltbild, in diese verkommene Logik passt das natürlich ganz gut. Da geht es mehrfach. Die sind dann Nazis, dann sind sie aus gutem Hause. Die sind ja Menschen aus gutem Hause, sind Linken sowieso ein Dorn im Auge, wenn sie es nicht gerade selber sind. Und da darf ich schon auch daran erinnern, dass der Florian Klenk von der Regionalzeitung Falter geschrieben hat, der Florian Teichtmeister, der Schauspieler, der was da mit Kinderpornografie auch verurteilt worden ist, dass er gesagt hat, ja, da geht es nicht um Strafe, da darf man nicht vorverurteilen. Wenn die Strafe dann verbüßt ist, dann muss man ihn in die Gesellschaft wieder integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Rechtssystem ist nicht auf Vergeltung ausgelegt. Und da merkt man aber jetzt ganz klar, da geht es um Vergeltung, da geht es darum, an diesen Menschen ein Exempel zu statuieren, den eigenen Hass an diesen Menschen auszuleben. Aus meiner Sicht ist es moralisch verwerflich und aus medienethnischer Sicht natürlich auch. Wenn das die Bild macht, das ist eine private Zeitung, da weiß jeder, ich spare mir jetzt die Schimpfwörter, aber Gossenblatt sagen viele, wird das natürlich nicht sagen. So funktioniert Boulevardjournalismus vielleicht. Es kann jeder Mensch sehen, dass da was nicht passt. Wenn das aber auch staatlich finanzierte, zwangsgebührenfinanzierte Medien wie der WDR machen und das dann auch begründen, weil sie sagen, ja, die Menschen sind ja, haben ja das eh in der Öffentlichkeit gemacht und das öffentliche Interesse an einem Partygesang von ein paar alkoholisierten Jugendlichen ist so hoch, das geschichtliche Interesse auch, dass man die zeigen muss, ja, dann frage ich mich, warum das bei den Migranten nicht zutrifft, weil sie es im Finstern machen oder warum, wobei nicht einmal das stimmt. Der Migrant, der in Wien einen Polizisten in der Messerverbotszone angegriffen hat und wenn er keine Schutzweste gehabt hätte, vermutlich fast tödlich verletzt hätte wahrscheinlich, der hat das auch am Tag gemacht und wir sehen nicht einmal das Video. Also wir beide haben es gesehen, aber in der Öffentlichkeit ist es niemals ausgespielt. Außer bei RTV, wir haben es natürlich veröffentlicht. Das Ach muss so. raus, das muss man den Menschen zeigen, wie es im Favoriten mittlerweile abgeht. Aber Michael, noch einmal zurück zum Skandal rund um das Gebrüll auf Sylt. Mittlerweile fahndet ja die Polizei in Deutschland nach Menschen, die das Lied im Auto hören und die angeblich rechtsextremen Passagen dazu singen. In Magdeburg hat die Polizei sogar das Handy von zwei Autoinsassen beschlagnahmt, die das Lied gehört hatten. Und gegen die beiden, einer ist 22,
25, der andere 27 Jahre alt, ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Volksverhetzung eingeleitet worden. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich meine, das sind ja schon fast diktatorische Verhältnisse. Oder sind es schon diktatorische Verhältnisse in Deutschland? Was meinst du? Ja, Deutschland und leider auch Österreich, wir entwickeln uns schon sehr rasch jetzt zu einem sehr autoritären Staat, würde ich sagen. Ob man sich dann damit einen Gefallen macht, das Establishment, wenn sie dermaßen hart vorgehen wie ein Kinkerlitzchen in Wirklichkeit, weil man weiß ja nicht einmal, ob die Jugendlichen dazu gesungen haben, das haben wir nur das Lied im Auto abgespielt, das muss man sich nicht noch ansehen, aber das, ich kann es einerseits verstehen natürlich, die wollen die Gefahr von rechts aufbauen, dazu müssen sie natürlich alles, was nicht links ist, irgendwie kriminalisieren, da dienen dann so Nachrichten natürlich hervorragend dazu, dass man den Jugendlichen das Handy weggenommen hat, weil da werden jetzt alle Eltern, natürlich Großeltern und Onkels und andere vielleicht etwas zögerliche Jugendliche jetzt sagen, ah, das Lied spielen wir lieber nicht und in die Disco wird es dann lieber nicht gespielt, da versucht man natürlich einen Druck aufzubauen, dass man es wegbringt. In Wirklichkeit dürfte das Ganze aber nicht aufgeben. iTunes-Charts war einen Tag lang, glaube ich, sogar das Düpp-Düdüdüpp-Lied auf Platz 1 und 2. Bei den Hängelklingeltönen ist es, glaube ich, noch immer auf Platz 1. Es machen sich sehr viele Menschen halt einen Spaß daraus und das erinnert etwas an die DDR beispielsweise, wo politische Witze das System da etwas untergraben hat. Da hat man zwar auch nicht viel sagen dürfen, aber mit so zweideutigen Witzen, mit Witzen, die man halt unter vorgehaltener Hand erzählt hat, ist da eine Stimmung verbreitet worden. Und das sehe ich jetzt schon auch etwas, umso ärger die Daumenschrauben angedreht werden, umso mehr entstehen plötzlich sogenannte Memes, also lustige Bilder in den sozialen Medien, viele unzählige lustige Videos und gerade bei den Düpp-Düpp-Lied ist ja so, wenn man auf Instagram sich Stories ansieht und dann hat wieder ein Goldstück eine Einzeltat verübt, da schreibt gar nicht mehr jemand dazu, Remigration oder der gehört abgeschoben, da kommt einfach das Lied dazu, Düpp-Düpp-Düpp-Düpp-Düpp und jeder kennt sich aus. Also das hat ein bisschen was mit Internetkultur zu tun. Ja, und du hast das schon eingangs gesagt, das Lied, das 24 Jahre, also vor 24 Jahren veröffentlicht worden ist, vom italienischen Superstar Gigi D'Agostino, hat jetzt einen neuen Höhepunkt, also ein Revival feiert es. Also man kann ganz klar sagen, an die linken Moralaposteln, dieser Schuss ist ganz klar nach hinten losgegangen. Aber nichtsdestotrotz, Michael, wo war der Skandal? Wo waren die TV-Talkshows? Also in Hamburg, wie schon erwähnt, jüngst über 1000 Islamisten einen Gottesstaat in Deutschland, also ein Kalifat forderten. Wo ist der Aufschrei in Bezug auf die jüngst veröffentlichten Schockzahlen aus Berlin, die besagen, dass es im letzten Jahr 111 Gruppenvergewaltigungen in der Bundeshauptstadt gegeben hat? Der überwiegende Anteil der Täter hatte übrigens Migrationshintergrund. Aber auch dieses folgende Interview mit Migranten, das durch die Bild-Zeitung geführt worden ist, ist erschreckend, aber offenbar kein Skandal. Hören wir da ganz kurz hinein. Trotz der Anwesenheit der Polizei lassen die jungen Männer ihrem Hass freien Lauf. Genau, wir wollen Hitler zurück, Adolf Hitler. Wir wollen die Juden, weil Israel eine Terrorgruppe ist und ich Adolf Hitler wieder zurückwünsche. Nein, das ist meine Meinung, ich bin für Hitler und das ist meine Meinung. Wir leben hier in Deutschland, Sie muss auch mit Kritik umgehen. Ich bin für Hitler, Adolf Hitler, vergaß die Juden. Free Palestine. Michael. Diese Jugendlichen fordern, also diese migrantischen Jugendlichen fordern offenbar Adolf Hitler zurück, um die Juden zu vergasen. Wo bitte ist hier der Skandal? Ich meine, das müsste doch in jeder Talkshow diskutiert werden. Wo ist der Skandal? Also Nico, wirklich, ich muss dich bitten, dass du das nicht thematisierst. Wenn du solche angebliche Skandale immer wieder in den Nachrichten bringst, wen nützt das? Das nutzt unserer freien, bunten Gesellschaft nichts, sondern da treibst du nur die Wähler der AfD und der FPÖ in die Hände. Also ist es schlau, wenn wir über Migration nur positiv berichten und alles, was nicht links ist, sagen wir dann, das ist komplett Nazi und der größte Skandal. Also so muss das funktionieren. Okay, also wir müssen bei RTV die Berichterstattung komplett ändern. Also wir müssen uns dem Mainstream quasi anschließen. Ist das so? So machen es zumindest unsere etablierten Einheitsmedien. Die wissen, dass es um Deutungshoheit geht. Medien haben die Aufgabe, dass sie den Menschen, die den ganzen Tag brav in der Arbeit sind, dass sie denen die Wirklichkeit zeigen.
Da haben sie eine große Macht. Die berichten halt über Migration nur positiv. Da hat der brave Migrant von nebenan wieder eine Geldbörse mit 3.000, 4.000, 10.000 Euro gefunden, hat der armen Frau über die Straße geholfen, hat ein armes Kätzchen gerettet. Migration darf nur positiv dargestellt werden. Das bringt uns Arbeitsplätze, Wohlstand, sichert unsere Pensionen, das sind die Fachkräfte, bla bla bla. So muss das dargestellt werden. Und alles, was nicht in dieses Bild passt und die Menschen verwirren würde, muss natürlich beiseite geschoben werden. Gelöscht, absolut. Du hast vollkommen recht. Aber wir haben es schon erwähnt, es gibt jetzt einen massiven Hype über dieses Lied. Ich glaube, viele Menschen haben es mittlerweile heruntergeladen und als Handy-Klingelton möglicherweise schon eingestellt etc. Aber diese Entwicklung, Michael, zeigt ja auch in Wirklichkeit nur eines. Oder es zeigt eines auf. Junge Menschen leiden und haben auch Angst vor dem Bevölkerungsaustausch. Ist das auch in gewisser Weise ein Hilferuf? Ich glaube, am Land war das schon bei vielen Jugendlichen so, dass man Migration kritisch gesehen hat. Am Land kann man auch am Stammtisch nur ein bisschen offener reden. In der Stadt hat sich das Bild unter Jugendlichen und jungen Menschen auch gewandelt, glaube ich. Was mich überrascht hat, dass sogar jetzt die High Society Jugend sozusagen jetzt so weit dieser völlig irregeleiteten Migration kritisch gegenübersteht, dass sie da zumindest im Rausch und zum Spaß solche Lieder singen. Und da, glaube ich, hat sich der Wind jetzt schon langsam gedreht, dass die Menschen immer mehr migrationskritisch werden. Und warum machen das genau junge Menschen? Das hängt sicherlich damit zusammen, wer leidet an der Migration am meisten. Das sind die Schüler, die teilweise zur Minderheit in der eigenen Klasse werden, in der eigenen Schule werden. Das sind jene Schüler, die einen gewissen Druck ausgesetzt sind in den Brennpunktschulen, dass sie sich zum Islam bekennen, damit sie nicht mehr gemobbt werden. Das sind auch jene Jugendlichen und junge Erwachsene, die vielleicht gerne in Städten, größeren Orten fortgehen und da immer wieder auf Migrantengruppen treffen. Mir hat jetzt erst wieder jemand erzählt, dass da in München ganz arge Probleme am Wochenende gegeben hat. Da liest man in den Medien nichts darüber. Vielleicht nicht einmal, weil man die Berichterstattung unterdrücken möchte, sondern weil es einfach zum Alltag schon gehört und dann nicht mehr berichtenswert ist. Am Anfang war es ein Einzelfall, deshalb hat man nicht darüber berichtet und jetzt ist Alltag und nichts Besonderes braucht man auch nicht mehr darüber berichten. Und was Weiteres kommt noch dazu und wahrscheinlich auch bei Menschen, die eher aus wohlhabenden Familien kommen. Der Druck am Wohnungsmarkt wird durch die ständige Zuwanderung natürlich immer ärger. Wenn ich mich daran erinnere, vor 20 Jahren hat Österreich 8 Millionen Einwohner gehabt, jetzt sind es 9 Millionen. Ja, wo sollen 1 Million Wohnungen herkommen? 1 Million werden es nicht sein. Aber wo soll diese große Zahl an Wohnungen herkommen? Und vor allem, man muss ja dazu sagen, es geht ja noch weiter, Michael. Wir haben ja jetzt diesen enormen Familienzuwachs, ja, die Zusammenführungen quasi, mitunter viele syrische Familien kommen jetzt nach Österreich etc. Also du hast vollkommen recht, wo soll das Ganze noch hinführen? Und gleichzeitig eine Sache noch ganz kurz, in Wien beispielsweise, hat eine Frau jüngst in einem Interview mit der Krone-Zeitung gesagt, sie nimmt mittlerweile zur Sicherheit ein Kopftuch mit. Aus Sicherheitsgründen, das muss man sich auch einmal vorstellen. So weit ist es auch mittlerweile in Österreich gekommen, ja? Dabei, ich bin ja wirklich stark für Familienzusammenführungen. Ich glaube wirklich, dass Familien zusammenleben sollten. Nur sollen halt die Familien in Syrien und in Afghanistan und in Afrika zusammengeführt werden und nicht bei uns hier. In Afrika kann man sicher leben. In Syrien habe ich es selbst gesehen, dass es schwierig ist zu leben, aber auch dort kann man leben. Wenn der Westen die Sanktionen aufheben würde, würde das leichter gehen. Und in Afghanistan kann man auch leben. Wer im Kontakt mit dem täglichen Leben ist, weiß, dass da gewaltig etwas schief läuft. Und bei der Jugend dürfte das jetzt ankommen. Und der Jugend dürfte auch völlig egal sein, wenn sie damit als Champagner-Nazis oder sonstiges kriminalisiert werden. Die machen sich jetzt einen Spaß draus und singen. In diesem Sinne, Michael, kann man nur sagen, wie schon erwähnt, der Schuss dieser linken Moralapostel ist definitiv nach hinten losgegangen. Dann bleibt uns nur noch eines zu sagen, oder? Ja. Und für mich neuen Style. Ich ziehe meine Lederhose jetzt aus und werde zum Bobo und zum typischen. Oh mein Gott, da ein Prosecco-Nazi quasi. Das verlängerte Wochenende wartet ab nach Sylt zum Tanzen, Singen und Feiern. Dann viel Spaß in Sylt, Michael. Das war's von Wir sprechen Klartext. Danke, dass Sie dabei waren.